Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir wollten ja zurückgehen zu unserem Overworld Base House. Ach, verdammt, das wollte ich aber jetzt gar nicht passieren. So, dann werden wir es jetzt auch mal tun, an die Oberwelt zu gehen. So, gehen wir jetzt hier hoch. Verdammt, es ist Nacht. Das heißt, aufpassen auf das, was kommt. Ja, dann werde ich es lieber so machen und mich schön vorbeischleichen. Okay, gleich sind wir zu Hause. Gleich sind wir im sicheren Zuhause. Und ich glaube, diese Woche kommt ja jetzt auch 1.6 raus, nach langer Zeit. So. Jetzt mal wieder da. Das Weiz braucht auch ewig zum Wachsen. Ach so. Das ist auch noch gar nicht fertig, das Ding da. Also mal schlafen gehen. Und dann werde ich gucken, wo ich die Bambusfarm hinmache. Weil die wird ja auch ewig da bleiben. Und das ist nicht ganz so optimal. Da hätte ich jetzt gerne noch so ein Steintreppenrundding. Genau, das können wir ja schon schnell noch machen, bevor wir dann das andere machen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Treppen mehr. Das Eisen haben wir auch noch da drüben in der Höhle. Naja, wir haben ja genug Eisen hier. Ja, sieht doch eigentlich schon wieder vernünftig aus, so. Hier sieht's noch scheiße aus. Keine Bange. Ich hab doch schon eine Idee. Genau so. Jetzt brauchen wir hier eigentlich noch Glas. Brauche ich ja Holz. Hier brauche ich Holz. Und Glas haben wir, glaube ich, keins mehr, ne? Wir haben, glaube ich, kein Glas mehr. Doch, wir haben noch nicht. Doch, wir haben noch genügend Glas für Fenster. So. Dann kann ich eigentlich theoretisch noch das da unten ranbauen, diese Zäune. Das ist auch übelst scheiße nervig. Dauern die scheiß Zäunen, dass die so viel Holz brauchen. Weil Holz ist ja auch nicht gerade billig. Ist ein teurer Rohstoff, der in Minecraft fast überall getroppt werden kann. So. Haben wir es ja genau. So, jetzt ist die Frage, was bauen wir jetzt eigentlich? Die Enchantment-Stube. Wir könnten sie ja. Nee, oder? Haben wir genug Lehm dafür? Habe ich nicht Lehm hingetan? Nee. Ja, Lehm hatte ich gehabt, das weiß ich noch. Aber 12 Ziegel würde nicht reichen. Wir könnten es aus Stein. Ja genau, Steinziegel werden wir es bauen. Stein haben wir ja genug da. Okay, werde ich mich noch ein paar Pflaster holen. Das dürfte eigentlich alles reichen. Jetzt haben wir eigentlich genug Steine, die man machen können. Für unsere. Okay. 17 Eisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ein ganzes Stack. Müssen wir kurz warten. Können wir uns schon mal raussuchen, wo wir die haben wollen. Und die hätte ich gern hier hinterm Haus. Hier so. Da ungefähr hätte ich so, die so gerne. Das ist aber so scheiße mit dem hier unten drunter. So, dann muss ich nochmal, wenn ich es überhaupt mache, die Monsterfalle. Wie sieht diese Appetitnis so aus? Naja, es geht eigentlich vom Aussehen her. Es geht, es geht. Das brauche ich auch irgendwie nicht mehr. Ob ich das überhaupt noch mit drinne habe, das. Rotsteine können uns eigentlich mal einen Kompass machen. Genau, wir machen uns ja erstmal einen Kompass. Weiß ja nie, wann ich den mal brauche. Und Zuckerrohr haben wir nämlich noch hier, ne? Ja, 39 Stück. So, jetzt müssen wir warten, bis der Backstein fertig ist. Der Backstein, der Kobbel, nein, der normale Stein fertig ist. Halt, du hast 9 Stück. Macht ja nichts. Wir das Vierer. Genau, 4 Stück. Ich habe mir schon mal Steinziegel. Jetzt kann ich schon mal die Grundform ein wenig legen. Also als Enchantment brauche ich ungefähr 3 Bücherregale nach da. 3 nach da. 1, Tür 1. Und jetzt da noch 3. Aber Bücherregale, nein. Ich muss sogar, nein. Ich bin voll falsch gebaut. Ich brauche dafür noch mehr. Jetzt habe ich schon mal ein paar Regale, kann ich wenigstens schon mal die Regalgrundform legen. Das mit dem scheiß Stein hier. Schon, da ist noch so ein Stein. Und hier ist auch noch ein Erdklotz. Okay, hier sind 3. Also muss ich so bauen. Dann hier sind wieder 3. Moment. Ich mach's überall, da wo Regale sind, Kobbel. Nein, so genau so. Und dann wer weiß nämlich, wo lang ich muss. Das werde ich ausfüllen mit irgendeinem anderen Material. Dann hier. Hier. Nein, das brauche ich jetzt völlig anders. Ach, ich wollte den Kobbel nehmen. So, 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 so. Jetzt muss ich hier ringsrum, da werde ich vielleicht das so machen. Mit den Stufen so hoch. Genau, die Stufen. Das sind noch die Stämme. Baumstämme. Ach, jetzt fehlt mir nur ein Baumstamm. Verdammt. Oh, wieder falsches Material genommen. Aber kriegst du die Krise hier. So. Genau. Jetzt bin ich gerade übelst geblendet. Warte mal kurz. Aber warte mal kurz. So. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Ich übelst geblendet wegen der Sonne draußen. So, dann werden wir jetzt hier den auch nochmal wegreißen. Diesen Baum. Wegen Holz. Dann habe ich schon mal die Enchantment-Stube fertig. Die Bücherregale, die kann man ja später alter noch einfügen. Das ist kein Problem. Ach doch, hier habe ich die Steine gebraucht. Naja. 12, okay, 14, 15, 15 Clean Stones, das wird nicht reichen, 100 pro nicht. Für 12 Steine reicht. Oh, ich bin voll verpeilt.
ich manchmal jetzt in die Höhe gehen. So, jetzt habe ich schon mal die Innengrundrisse gemacht und ich würde sagen, hier legen wir anderes Holz, also Birkenholz lege mir rein als Fußboden. Und das haben wir mal mit danach Birkenholz. Können wir erstmal was ablegen, was wir nicht brauchen. Den brauchen wir ja, okay, den können wir erstmal behalten im Inventar. Erde. Dann gehen wir mal zu Holz und holen uns mal ein bisschen Birkenholz. Ich glaube, 13 wird auch erstmal reichen. 13 wird der erste Mal reichen, hoffe ich. Vom Türkenholz. Eigentlich brauche ich den Regalen gar nichts zu machen. Ich muss hier innen drin was machen. Von daher. Genau. So, hier sind ja die ganze Zeit die ganzen Regale. Und oben drüber wäre ich dann mit Glowstone zum Beispiel. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal Glowstone habe, dann schon habe, dann wäre ich da. Dann auch so eine kleine Lampe reinmachen, damit es auch hell genug ist. Und da gehen die Monster spawnen und ja. Das dauert ewig mit dem Chestlingstone. Und das war. Ich werde noch schnell schlafen gehen. Und dann beende ich die Folge auch für heute. Auch dieses Mal hat es mir gefallen, für euch zu sprechen und für euch zu spielen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ach, scheiß Bett. Sollst schlafen gehen. Jetzt brauche ich auch ein Fenster unbedingt. Muss ich auch mal bei Zeit mal ein Fenster einfügen. Da oben ein großes Fenster, also ein kleines. So, jetzt aber. Ach. So, jetzt genau. Danke fürs Zusehen. Ciao.